Linus Hansen mit der Startnummer 333 von der Kartschmiede. Er gewann heute Vormittag den zweiten Wertungslauf, steht hier auf der Pole am Vorstart. Neben ihm rollt an den Start von JJ Racing der Sieger des gestrigen Laufes, Vincent Frost mit der 330. Ben Dörr, die 306 von Dörr Motorsport. Und Gianni Andrisani, die 346 von RS Competition, dann in Startreihe 2. Die dritte Startreihe, die bildet sich aus Maximilian Kruppert, der 321, und Finn Gersitz, der 312. Paul Trusheim, die 303, und Nico Handke, die 307, rollen aus der vierten Startreihe an den Start. Und aus der fünften Startreihe kommt mit Startnummer 337 Lukas Scharpinskas und André Petropoulos, die 301. Tim Melzer mit der 308 und die 377 Finn Zulauf, dann in der sechsten Startreihe und in Startreihe 7 Danny Berndt, die 363, und Maxim Lieder mit der 304. Nico Hoffmann, die 335, und Hannes Borde, die 368, teilen sich die achte Startreihe, und aus der neunten Startreihe rollt an den Start Max Bosse, die 305, und Leon Arndt, die 318. Nick Noel Müller, die 322, und Dean Juric, die 302, in Startreihe 10, und aus der elften Startreihe Michael Entris, die 344, und Gina Sophie Fulsche, die 388. Bart De Witt, die 326, und Luca Thiel, die 399, dann in der 12. Startreihe und in der 13. Startreihe Moritz Schmeitz mit der 310 und Andrea Vipriantite, die 309. Noah Sadik macht das Feld als 27. mit Startnummer 325 dann komplett. Auch hier ist es natürlich noch ein interessanter, ja fast schon, Fünfkampf um die Meisterschaft. Mit Ben Dörr, Vincent Frost, Finn Gersitz, Linus Hansen und Gianni Andrisani. Das sind alles jetzt Fahrer, die an diesem Wochenende nochmal so richtig zuschlagen können. Oh, schwacher Start hier von Vincent Frost. Der kommt nicht weg. Beim Start muss sich als Dritter, Vierter einsortieren, während vorne Linus Hansen sofort das Heft in die Hand nimmt und Vincent Frost arbeitet sich jetzt erstmal nach vorne, kommt aber schon wieder auf Platz 2 aus dieser ersten Runde heraus. Maximilian Krupper war da nach vorne gestürmt. Regelrecht der Fahrer mit der 321, der jetzt auf Platz 3 unterwegs ist. Slowphase ist eingeläutet. Slowphase heißt, dass die Fahrer werden jetzt zusammengeholt. Am Anfang eines Rennens ist das natürlich jetzt noch nicht so das Drama, da ist man noch nicht so weit auseinander. Aber Slow-Phase ist wie Safety-Car-Phase. Das kennen wir alle. Das heißt, langsam fahren, bremsbereit sein um die Strecke. Überholverbot, die bleiben hier dicht hintereinander. Und wie gesagt, es geht hauptsächlich jetzt darum, dass hier unten im Tal die Karts sicher geborgen werden können. So, und das heißt, wir haben ja erst eine Runde gesehen. Man ist ja noch dicht zusammen im Augenblick. Aber, wie gesagt, wenn das nach hinten raus passieren würde, in den letzten Minuten, da kann das natürlich nochmal ganz spannend werden, so ein Lauf, denn die Fahrer rücken dadurch enger zusammen. Noch eine Slow-Runde wurde angedeutet von der Rennleitung. Und
dann wird bei Start und Ziel wieder die grüne Flagge geben und dann kann das die Jagd wieder beginnen. Und Linus Hansen, der gibt natürlich hierbei das Tempo ganz klar vor. Hinter ihm, wie gesagt, Vincent France und Maximilian Grupper. Fingehr sitzt auf Platz 4. Wir werfen einen Blick. Wo ist Ben Dorr? Der ist auf Platz 18 derzeit unterwegs. Der Fahrer mit der 506 war wohl dort involviert in diese Probleme, die es dort unten im Tal gegeben hat. Und jetzt heißt es natürlich für Ben Dorr nach vorne zu gehen, wenn er vorne mitmischen möchte, noch in der Meisterschaft. Linus Hansen macht damit natürlich einen großen Sprung in Richtung Platz 3, wenn er auch diesen Lauf für sich entscheiden kann, diesen Juniorenlauf. Aber noch dauert es 7 Minuten und eine Runde, bis es dann soweit ist. Und Vincent Frost, der setzt sich in seinen Nacken, geht neben ihn. Aber dann zieht er doch mal zurück. Mark, das reicht mir nicht, ich komme nicht an Linus Hansen vorbei. Und zieht da lieber nochmal zurück, lieber auf Platz 2, als wie dann ausgefallen zu sein. Der Vizemeister der Junioren mit der Startnummer 330. Ja, auch er weiß natürlich schon genau, was er denn hier tut, was er denn hier macht. Weiß auch, ich habe noch genügend Zeit mit 6 Minuten und 20 Sekunden auf der Uhr. Und nach hinten, das weiß der Vincent Frost auch, da ist alles safe. Da ist der Maximilian Grupper unterwegs, der in den Jahren 2013 bis 2015 der Dominator in der Mikroklasse war, dann zu den Junioren umstieg und im vergangenen Jahr bei den Junioren 7. am Jahresende wurde. Der 15-jährige Berliner, der 2014 hier in Oppenroth einen Doppelsieg herausfahren konnte. Insgesamt gab es hier 4 Siege bereits für ihn. Und da kommt der Angriff von Vincent Frost im Tal auf Linus Hansen. Da berühren sie sich und Vincent Frost muss ganz weit nach hinten, während Hansen sich nochmal einsortieren kann. Der kommt nur raus aufs Grün, kann sich nochmal einsortieren, verliert hier bis auf Platz 4 seinen Platz. Und damit ist Maximilian Grupper vorne vor Gianni Andrisani. Und ich will jetzt nicht wissen, was in Harrislee beim Public Viewing im Ristorante Isabel los ist, wo alle zuschauen, was der Gianni Andrisani hier in Oppenroth vollführt. Und er verführt im Moment Platz 2 in diesem dritten Wertungslauf. Wie gesagt, Linus Hansen auf Platz 4 zurückgefallen. Ja, und Vincent Frost, den sehe ich jetzt schon gar nicht mehr, wo er rausgefahren ist. In die Box für Vincent Frost, das Rennen damit beendet. Und Andrisani setzt sich jetzt in den Windschatten hinein von Maximilian Grupper, der Fahrer des ADAC Berlin-Brandenburg mit der 321. Und dann geht er vorbei und Andrisani ist vorne. Der Fahrer des RS Competition übernimmt in dieser 8. Runde die Spitze in diesem Lauf. Maximilian Grupper versucht noch zu folgen, versucht noch dran zu bleiben an Andrisani. Der 12-Jährige aus Harrislee, der
im vergangenen Jahr noch bei den Minis unterwegs war, dort im Gesamtklassement auf Platz 3 die Saison beendet hat. Und Krupper, der weiß natürlich hier ganz genau, mit 4 Siegen in Oppenroth, wo kann ich denn angreifen, wo kann ich denn noch was tun? Und Andrisani kriegt von außen gezeigt, welche Linie, welche Kampflinie, dass er denn für die nächsten 2 Minuten 50 Sekunden fahren sollte, um hier Maximilian Krupper nicht noch vorbeizulassen. Aber wie gesagt, es geht ja auch darum, wer nachher bei der Siegerehrung in der Tageswertung vorne liegen wird. Aber für Andrisani dieser Sieg wichtig. Er ist Fünfter in der laufenden Meisterschaft. Und auch da macht er natürlich dementsprechend noch einen Sprung nach vorne und kann plötzlich wieder um die Meisterschaft mitfahren. Aber noch sind 2 Minuten zu fahren und dann geht es ja noch in die letzte Runde. Da muss er sich jetzt schon ein bisschen sputen. Er hat ja den Vorteil im dritten Wertungslauf, man muss nicht mehr so auf das Material achten. Man muss nicht mehr überlegen, wie viele Läufe kommen noch. Man kann auch mit der Kraft besser haushalten. Aber man muss natürlich auch überlegen, das Material nicht zu überreizen mit 3 Wertungsläufen. Das ist immer so, das Spiel auf der Waage jetzt nicht zu überpacen im dritten Wertungslauf und gleichzeitig aber doch so zu fahren, dass man vorne bleiben kann. Und die Rundenzeiten, die zeigen das ganz eindeutig, dass Andrisani mit schnelleren Rundenzeiten hier unterwegs ist. Vorletzte Runde beginnt und Andrisani hat sich hier einen, ich sag mal, angenehmen Vorsprung gegenüber Maximilian Krupper herausgefahren. Linus Hensen zurück auf Platz 3 ist vorbeigegangen an Finn Gersitz, Nico Handke dann auf Platz 5. Das ist noch so eine Gruppe mit Lukas Czapinskas, die dort noch so unterwegs ist im Augenblick und sich noch nicht entschieden hat, wer von ihnen Vierter werden wird. Im Moment ist das der Finn Gersitz, der auf Platz 4 unterwegs ist, aber dann kommt hier der Angriff von Nico Handke und der geht erstmal vorbei und dann kommt auch der Lukas Czapinskas und die letzte Runde beginnt jetzt und dann sehen wir auf Platz 4 den Finn Gersitz, Lukas Czapinskas auf Platz 5 und Nico Handke ist auf Platz 6 unterwegs. Also letzte Runde jetzt für Gianni Andrisani. Der muss eigentlich das Ding nur noch ins Ziel bringen sozusagen. Denn Maximilian Krupper, der ist zu weit weg. Der wird diesen Lauf nicht mehr gewinnen können, wenn hier Andrisani keinen Fehler mehr macht. Und ich will nicht wissen, was in Harrisley im Ristorante Isabella los ist. Jetzt, wenn hier Gianni Andrisani seinen ersten Juniorenlauf gewinnt vor Maximilian Krupper. Linus Hensen wird Dritter, Platz 4 für Finn Gersitz. Fünfter wird Lukas Czapinskas, Nico Handke als Sechster, Tim Melzer wird Siebter. Bender arbeitet sich noch von Platz 18 auf Platz 8 nach vorne vor André Petropoulos, die Startnummer
1, der 9. wird Finn Zulauf als 10. Danny Berndt wird 11. Max Bosse holt sich Platz 12. Hannes Borte als 13. Platz 14 Nico Hoffmann und 15. wird der Niederländer Bart De Witt. Ja, spektakulärer Lauf, auch dieser dritte Lauf der Junioren, den wir heute hier gesehen haben. Jetzt heißt es rechnen, wer wird Tagessieger, den werden wir dann bei der Siegerehrung antreffen auf den Treppchen.